Liebe Gemeinde, ich begrüße euch sehr herzlich zum ersten Sonntag nach Epiphanias. Das Thema der Predigt heute ist das Zeugnis, das Johannes der Täufer über Jesus ablegte, als er sagte: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Sünde der Welt trägt. Dazu ist Jesus erschienen. Epiphanias heißt Erscheinung und Licht. Wir freuen uns, heute ein weiteres neues Mitglied unserer Gemeinde begrüßen zu können, Erna Marein Praetorius, geborene Mayberg. Wir bitten dich, du stehst schon, ich wollte dich sonst bitten aufzustehen, aber vielleicht die Hand hoch, damit man... Sie ist uns nicht unbekannt, da sie in beiden unseren Gemeindechören mitwirkt. Wir wünschen dir, liebe Erna Marein, dass dir diese Gemeinde zur geistlichen Heimat wird. Möge Gott uns diesen Gottesdienst segnen. Wir beten. Gott allen Lichtes, wir danken dir, dass Jesus Christus gekommen ist, Licht für die Welt, Ziel für die Suchenden, Wegweisung für die Verirrten, Befreier der Belasteten, Tröster der Traurigen zu sein. Schenke, dass wir deinen Ruf an uns hören und dir folgen und dir die Ehre geben alle Zeit. Dazu hilf uns durch deinen Geist. Amen. Zur Epiphanias-Zeit singen wir den ersten Gesang, Nummer 70, Wie schön leuchtet uns der Morgenstern. Thank you.
Darf ich die Kinder bitten, nach vorn zu kommen? Es ist so schön, euch heute Morgen hier zu sehen. Wir haben uns nämlich letztes Jahr zuletzt gesehen. Und nun wünsche ich euch ein frohes Miteinander, dass ihr, ich weiß nicht, was heute der Text sein wird bei eurer Geschichte, aber dass ihr auch etwas über das Licht hört. Jesus möchte uns Licht sein im Herzen. Nun frage ich mal, wer möchte heute die Kerze tragen? Oh oh. 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht auch noch nicht, dann werden wir mal bei einer bleiben. Es ist eine neue Kerze mit der Jahreslosung vom neuen Jahr. So, wer verzichtet darauf? Also das wird mir echt schwer, aber weil du der Einzige, nee, das sind zwei Jungs, also nun weiß ich wirklich nicht mehr. Jetzt fange ich einfach hier vorne an. Nimmst du sie mit dem unten? Meine Schwester kann es tragen. Das darf sie tragen, gut. Dann wünsche ich euch Gottes Segen zum Kindergottesdienst und dir, Claudia, auch. Lasst uns nun den Psalm miteinander beten im Wechsel. Die Gemeinde antwortet dann jeweils mit den eingerückten Psalmen. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seine Weide. Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig, und seine Wahrheit für und für. Yeah.
lasset uns beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist in Jesus Christus, deinem Sohn, um uns zu erlösen von allem, was uns von dir trennt. Wir bitten dich, lass uns dein Opfer annehmen, damit wir dich in unserer Mitte erkennen und dein Werk an uns vollendet werde. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Epistel steht im Brief an die Römer, Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, der gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Halleluja.
Das Evangelium steht bei Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Lob sei dir, o Christe. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Text für heute, für den ersten Sonntag nach Epiphanias, steht in Johannes 1, die Verse 29 bis 34. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte, zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Herr, schenke es uns, dass wir dieses wunderbare Wort an uns verstehen und mitnehmen. Amen. Liebe Gemeinde, was ist der Grund dafür, dass wir uns immer so schnell verteidigen? Wenn uns jemand kritisiert oder wenn wir einen Fehler gemacht haben. Sofort versuchen wir, uns in ein besseres Licht zu stellen. Wir als Erwachsene sind da gar nicht anders als die Kinder. Immer wieder zeigen wir uns von uns weg und geben jemandem oder etwas anderem die Schuld. Warum ist das eigentlich so? Könnte es sein, dass wir die Last, Schwächen zu haben, schuldig zu sein, etwas falsch gemacht zu haben, zu schwer finden, um es zuzugeben und es selbst zu verantworten? Steckt dahinter vielleicht die Furcht davor, dass wir durch unsere Fehler oder Schuld nicht mehr geliebt oder angenommen werden könnten? Wenn wir angeklagt werden, fühlen wir uns verworfen, schlecht oder minderwertig. Beobachten wir uns doch einfach mal. Beobachten wir uns mal selbst oder andere, wie wir oder die anderen reagieren, wenn wir angegriffen oder beschuldigt werden. Das steht schon in der ersten Geschichte der Bibel. Adam sagte, es war Eva. Und Eva sagte, es war die Schlange. Es ist erstaunlich zu beobachten, wie schnell wir versuchen, unser Verhalten zu rechtfertigen oder einen Grund dafür zu finden, denn in dem Moment, in dem wir jemandem oder etwas anderem die Schuld geben können, sind wir ja frei, unschuldig, gut und annehmbar. Wir mögen es nicht, beschuldigt zu werden oder der Schuldige zu sein. Ja, wir brauchen und suchen einen Sündenbock. Manchmal nennen wir diesen Sündenbock unsere falsche Erziehung, unsere Eltern oder Lehrer, die Umstände, in denen wir aufgewachsen sind, die Ungerechtigkeiten im Leben, die Ungleichheiten, die Unfreundlichkeit oder Unehrlichkeit anderer, eine Verletzung durch eine andere Person oder zum Beispiel unsere Regierung. Weil der Staat korrupt ist, bin ich es auch. Mit anderen Worten, jemand anderes wird für meine Unehrlichkeit oder meine Unfreundlichkeit verantwortlich gemacht. Dann sagen wir,
weil diese Person mir das angetan hat, bin ich gemein oder rachsüchtig und reden Böses über sie. Wir können oder wollen die Last unserer Schwächen oder Schuld nicht allein tragen. Schon im Alten Testament hören wir von einem Sündenbock. Am jüdischen Versöhnungsfest hatten die Juden zwei Ziegenböcke. Der eine wurde als Opfer für ihre Sünden geschlachtet und dann als Opfer für Gott verbrannt, um ihn zu sühnen. Auf den zweiten Ziegenbock legte der hohe Priester stellvertretend für das ganze Volk seine Hand auf den Kopf des Bocks, um damit symbolisch all ihre Schuld, Sünde, Ungerechtigkeit und Übertretungen abzugeben. Als Träger all dieser Sünde und Schuld wurde er in die Wüste gejagt, um nie wieder zurückzukehren. Die Sünden des Volkes wurden weggenommen, ihnen wurde vergeben. Für unser Wohlbefinden, liebe Gemeinde, ist es wichtig, dass wir selber sauber, anständig und schuldlos dastehen und nicht als Angeklagte und Unvergebene. Wir suchen Anerkennung. Wir brauchen die Annahme des anderen. Und deshalb versuchen wir, uns so oft zu rechtfertigen. Deshalb brauchen wir einen Sündenbock. Einen Sündenbock, den man beschuldigen kann oder der unsere Schuld wegnehmen und uns reinigen kann. Und so kam Johannes der Täufer und sagte: Kommt und seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes erkannte Jesus zunächst nicht. Erst bei der Taufe Jesu wurde ihm offenbart, dass Jesus aus Nazareth der Sohn Gottes war, als der Geist Gottes über ihn kam. Darum wurde er Zeuge für ihn. Kommt, kommt, das ist ein Aufruf auch an uns. Und seht das Lamm Gottes. Hier ist jemand, der bereit ist, der Sündenbock für dich zu sein. Der bereit ist, die Last der Schuld, der Schwäche für dich zu tragen und zu erleiden, damit du frei wirst. Als Jesus diese Last, dieses Kreuz, den Berg hinauf nach Golgatha trug, brach er unter ihrer Last zusammen, ähnlich wie er im Garten Gethsemane zusammenbrach, als er zu seinem Vater bat, diesen Kelch von ihm zu nehmen. Gott hat ihm diese Last aber nicht abgenommen, sondern ihm die Kraft gegeben, weiter zu tragen, damit es für uns einen Menschen gibt, der die Last unserer Schwäche, unsere Schuld und Versagen, unseres Egoismus und unsere Lieblosigkeit für uns zu tragen, damit wir wieder leben können, damit wir wieder lieben können. Ja, auch, damit wir wieder mit Gott leben können. Denn all diese Dinge in unserem Leben trennen uns von Gott. Unsere Arroganz, unser Verurteilen anderer, unsere scheinbare Überlegenheit gegenüber anderen, unsere Schwächen und unsere Schuld. Im Ersten Weltkrieg wurde ein Offizier, der an der Front kämpfte, schwer verletzt. Um ihn herum explodierten weiterhin die Handgranaten. Einer seiner Soldaten, der gesehen hatte, dass er vom Granatsplitter getroffen war, kroch langsam auf dem Bauch zu ihm hin und verband seine Wunden. Als er damit fertig war, legte er sich neben den Offizier und sagte zu ihm: Haben Sie keine Angst, jetzt liege ich zwischen den explodierenden Granaten und dir. Sie müssen mich erst treffen. Ein Bild für unsere heutige Botschaft. Das Kreuz auf Golgatha, das Lamm Gottes, steht nun zwischen Gott und uns. Das Lamm Gottes sagt uns: Fürchte dich nicht, sei nicht traurig, ich stehe zwischen dir und deine Schuld. Sie muss mich zuerst treffen. Ich trage deine Last für dich und öffne dir die Tür zu Gott
und zu dem Nächsten. Ich trage sie für dich, damit du frei bist, wieder ehrlich zu sein, deine Schwächen oder deinen Fehler einzugestehen, damit du dich mit der anderen Person versöhnen kannst, die du verletzt oder betrogen hast, oder mit der Person, die dich betrogen, belogen oder verletzt hat. Liebe Gemeinde, es gibt viel Unvergebenes unter uns, was wir uns gegenseitig vorhalten, Verletzungen. Und gerade dieses Wort will uns dazu befreien, zu dem hinzugehen, dem ich verletzt habe oder der mich verletzt hat. Zu wissen, dass du angenommen und dir vergeben ist, gibt dir die Kraft, es auch zu tun. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Deshalb brauchen wir uns nicht mehr ständig zu rechtfertigen oder so zu tun, als wären wir besser, als wir wirklich sind. Was wir brauchen, ist, das Lamm zu sehen, aufzustehen und zu dem Lamm zu gehen und unsere Last zu ihm zu bringen und sie auf ihn zu legen, sie an sein Kreuz zu nageln. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr über andere zu urteilen und sie zu verurteilen oder auf ihre Fehler und Schwächen hinzuweisen und damit zu versuchen, uns selbst in ein besseres Licht zu rücken. Ich erinnere mich an eine junge Frau. Sie ging einen falschen und bösen Weg und fiel tief in Sünde und Schuld. Viele Menschen lehnten sie wegen ihrer Taten ab. Sie bemerkte die vielen unfreundlichen und urteilenden Augen und Finger, die auf sie gerichtet waren. Folglich sah sie sich gezwungen, sich zu rechtfertigen. Also wurde sie in ihrer Not arrogant und stur. Jetzt konnte sie sich wenigstens selbst akzeptieren. Sie hatte sich selbst, meinte sie, sauber gewaschen. Dadurch war sie nicht mehr in der Lage, auf Jesus zu schauen. Sie stand sich selbst im Wege und zog sich als Verletzte zurück. Man kann auch sagen, dass die Menschen, die sie verurteilt haben, verhindert haben, dass sie Versöhnung erleben konnte. Und darum ist es so gefährlich, dass wir uns gegenseitig urteilen oder verurteilen. Wir dürfen und können nicht über einen anderen Menschen urteilen, sondern sollen ihnen die annehmende Liebe Jesu schenken. Das ist unser Auftrag. Weil wir um die Vergebung und Annahme durch das Lamm Gottes wissen, ist es unsere Aufgabe, es selbst zu leben und auf ihn hinzuweisen, wie es seine Jünger taten. Wer aber über den anderen urteilt, zwingt den anderen, die Last seiner Schuld selbst zu tragen, sich zu rechtfertigen. Was hat Jesus getan? Er hat zum Beispiel die Ehebrecherin nicht verurteilt. Er hat sie nicht angeklagt. Er hat sie nicht zurückgewiesen, obwohl sie deutlich gesündigt hatte. Er empfing sie mit Liebe und Vergebung und sagte ihr erst danach: Nun sündige hinfort nicht mehr. Bei uns ist es so leicht umgekehrt. Wir sagen, zuerst musst du dich benehmen, dich ändern, dich bessern und dann werde ich dich annehmen. Das Lamm Gottes ist anders. Wir brauchen nicht zu urteilen und zu richten. Wir sollen lieben und annehmen. Eine bekannte Frau hatte im Krieg schreckliche Dinge erlebt. Ihr Freund fragte sie eines Tages, was sie von den Menschen hält, die sie gequält haben. Sie antwortete und sagte, all diese Dinge sind vergeben und vergessen. Haben deine Peiniger deine Vergebung angenommen, fragte der Freund. Nein, antwortete sie. Sie leugneten ihre Schuld und behaupteten, es gäbe nichts, was vergeben werden müsse. Da ging sie zu ihrem Bürotisch und sagte, hier, alle Briefe,
Ich kann beweisen, dass sie schuldig waren. Ihr Freund legte seine Arme um ihre Schultern und fragte, sind dir deine Sünden nicht vergeben und sind sie nicht ins tiefste Meer geworfen worden? Aber du bewahrst diese Briefe und die Schuld deiner Peiniger in deinem Schreibtisch und im Herzen auf. Da musste sie zugeben, dass sie Gottes Vergebung für sich selbst wollte, aber nicht wirklich vergab. Sie hat die Erinnerungen aufbewahrt in ihren Briefen. Dann nahm sie alle ihre Briefe und verbrannte sie. Seht das Lamm Gottes, das uns befreit, befreit uns von uns selbst und dem anderen gegenüber. Wir dürfen dieses Geschenk für uns selbst empfangen und das anderen gegenüber leben, was das Lamm uns schenkt. Amen. Ja, Herr, deine Liebe ist so groß, manchmal zu groß für uns. Aber wir wollen dein Wort hören, wir wollen dein Wort mitnehmen in den Alltag. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, der regiere und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Gott allen Lebens. Du wächst in uns die Sehnsucht nach Erneuerung in uns selbst und in unsere Welt. Lass uns erkennen, wo dein Reich heute schon unter uns ist. Gib uns die Kraft und den Mut zu tun, was dem Frieden und der Vergebung dient. Nimm deswegen gnädig an dieses Opfer unseres Dankes und der Liebe, dass es der Arbeit in unserer Gemeinde dient. Amen. Herr Gott, himmlischer Vater, du bist in Jesus Christus zu uns gekommen, damit wir deine Kinder werden. Du hast uns deine Liebe und Barmherzigkeit spüren lassen und lässt sie uns auch heute spüren. Dafür danken wir dir und bitten dich, mache uns stark durch deine Annahme. Erfülle uns mit deiner Liebe, damit auch wir lieben und dein Werk vollendet werde. Noch immer scheint vielen Menschen Gewalt das Mittel der Wahl zu sein, um ihre Interessen durchzusetzen. Wir bitten dich, mach dem ein Ende. Gib uns die Kraft, alle Gewalt entgegenzutreten. So bitten wir dich für die Menschen, die durch politische Konflikte Gewalt leiden, durch Krieg und Hass zwischen Völkern. Besonders denken wir heute an die Menschen, die in Israel und Palästina unter dem andauernden Konflikt leiden und Schaden genommen haben, an den Ukraine-Krieg, den Konflikt im Iran und in allen Ländern der Welt, wo es Krieg, Gewalt, Unterdrückung, Ausbeutung und Korruption gibt. Lass die Verantwortlichen erkennen, dass Gewalt und Betrug nur Verlierer hervorbringt, und führe sie auf den Weg des Friedens und der Gerechtigkeit, dass sie das Wohl für alle Einwohner suchen. Wir bitten dich für die Menschen, die durch andere Menschen Gewalt oder Verachtung leiden, in Ehe und Familie, auf den Straßen, in verborgenen Winkeln, durch Worte und durch Taten. Lass nicht zu, dass jemand die Hand gegen einen anderen erhebe. Zeige immer neue Wege, die aufeinander zuführen. Wege des Vertrauens, des Verstehens, Wege der Liebe und der Barmherzigkeit, Wege der Buße, Wege der Versöhnung und Vergebung. Lass wenigstens uns diese Wege erkennen und helfen, dass sie auch gegangen werden. Herr Gott, du hast uns frei gemacht von aller Schuld. Lass uns darum nicht überheblich werden, sondern lehre uns Demut und Dankbarkeit, Liebe und Vergebung. Lass die Macht deiner Liebe spürbar werden den Kranken und Sterbenden, den Einsamen und Traurigen, aber auch den Mächtigen. Lass uns erkennen, dass du jeden Menschen liebst, und erfülle uns mit dem Mut, der nötig ist, um dein Wort, dein Evangelium hinauszutragen zu denen, die deine Liebe, Annahme und Vergebung brauchen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Guten Morgen, es gibt noch einige Abkündigungen. Wir danken zuerst mal Pastor Dieter Lilje, für, dass er uns den Gottesdienst geleitet hat, und vielen, vielen Dank für deine Botschaft. Im Anschluss an den heutigen Gottesdienst soll der Weihnachtsbaum abgeschmückt werden, und ihr dürft bitte alle mithelfen. Wir danken alle, die gestern so fleißig im Garten der Johannesgemeinde mitgearbeitet haben, und auch für die vielen Pflanzenspenden. Es gibt aber einige Pflanzen auch im Parkplatz, die mitgenommen werden können. Also bitte schaut euch an, wenn ihr welche braucht. Pfarrerin Nicole Otte-Kempf ist bis zum 15. Januar abwesend. Kasualvertretung macht Pastor Dieter Lilje. Alles Weitere läuft über Kirchenbüro und Kirchenvorstand. Die Gemeindekalender sind noch im Kirchenbüro zu kaufen oder bei Linda Güter. Wir möchten noch einige paar Termine bekannt geben. Weitere Informationen dazu stehen auf dem Handzettel. Am Freitag, den 20. Januar, ist Seniorenabendmahl in der Kirche. Am 22. Januar, Sonntag, gibt es Bezirksleitertreffen im Anschluss an den Gottesdienst. Mittwoch, den 25. Januar, ist Emmaus-Kreistreffen. Und am 28. Januar, am Samstag, gibt es einen Workshop zu Gaben und orientierte Gemeindearbeit. Also alle sind dazu eingeladen. Weiteres wird noch per WhatsApp bekannt gegeben. Am Sonntag, den 29. Januar, gibt es morgen Gottesdienst um 9 und 11 Uhr Praise and Worship Gottesdienst im Anschluss im Raum Paletti, eine Weißwurst- und Fleischkäse-Brunch. Und am 4. Februar Gemeindetanz zum Thema Eine Nacht in Marokko. Am 5. Februar Kindergottesdienstfest. Am 12. Februar Mitarbeiter-Dankgottesdienst. Und am 19. Februar Dekanatsfrauentag in Mittrand. Also es steht noch vieles bevor. Die Gruppenleiter werden gebeten, ihre Jahresberichte bis zum 12. Januar an das Kirchenbüro zu mailen. Redaktionsschluss für den nächsten Johannesboten war eigentlich schon am 2. Januar, aber Berichte können noch bis spätestens bis zum 16. Januar geschickt werden. Die heutige Kollekte ist für die Jugendarbeit bestimmt und am Ausgang sammeln wir für TWR. Herzlichen Dank für eure Gaben. Der Wochenspruch, der uns in der kommenden Woche begleiten möge, steht in Römer 8, Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, diesen Gottes Kinder. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.